Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam Bibi und Tina Puzzle Spaß spielen. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon die dritte Bibi und Tina App, die wir hier auf dem Kanal testen. Wir haben schon Pferdeabenteuer und auch das Pferdeturnier getestet und heute Bibi und Tina Puzzle Spaß passend zum Film, der gerade in den Kinos noch läuft. Wir starten einfach mal, klicken einfach mal wie wild hier drauf. Was wir hier zu tun haben, vielleicht mal auf das Fragezeichen. Bibi und Tina, Freunde wie Bibi und Tina gehen gemeinsam durch dick und dünn. Für 5 einzigartige Momente warten hier auf dich. Beginne mit dem ersten Bild. Nach und nach werden dann mehr Motive farbig und der Puzzlespaß kann weitergehen. Wähle aus 3 Schwierigkeitsstufen. Okay. Gut. Los geht's. Wir fangen mal ganz einfach an. Mit der leichtesten Schwierigkeitsstufe. Normalerweise ist es ja so, dass man bei einem Puzzle immer bei den Ecken anfängt. Das mache ich jetzt vielleicht auch mal. Oder ich gehe einmal kurz durch und schaue mir die einzelnen Puzzleteile an. Gesichter sind natürlich auch immer einfacher zu erkennen. Links haben wir eine Leiste. Oh! Und da habe ich mir, glaube ich, eine kleine Hilfe gerade geholt, denn so erkennt man natürlich schon das halbe Bild. Jetzt müssen wir nur noch die einzelnen Teile des Gesichts zusammenfügen und auch noch des Körpers. Da habe ich es mir natürlich super leicht gemacht gerade. Und schon haben wir unser Puzzle fertig. Und ich habe gewonnen. Hey! Und einen Gewinn habe ich auch bekommen. Jetzt geht es direkt weiter mit dem nächsten Bild. Da machen wir vielleicht mal die mittlere Schwierigkeitsstufe. Hier gibt es noch links ein Hufeisen. Was hat das zu bedeuten? Okay, das sind sozusagen meine Joker hier auf der linken Seite. Und wir versuchen das jetzt mal wirklich ohne große Hilfsmittel. Vielleicht kommt das in die Ecke, genau. Das sieht man immer an den geraden Kanten. Oh, ich weiß gar nicht, ob das hier richtig liegt. Das wird ja so erstmal nicht angezeigt. Ich denke mal, das ist dann vor allem wichtig, wenn das Puzzle aufgelöst wird. Vielleicht hätte ich mir das Bild... Oh, das passt nicht. Das passt nun wirklich nicht. Wollen wir mal unseren Joker fragen, was wir hier noch haben? Oh, so hätte das Bild eigentlich ausgesehen. Ich habe, glaube ich, einen Teil von dem Kopf hier nach ganz unten dran gemacht. Das war nicht so klug. Okay, das war gerade unsere Hilfestellung. Und hier können wir, glaube ich, nochmal schauen, wie die Puzzleteile dann richtig rumgehören. Natürlich so. Die Puzzleteile lassen sich übrigens nicht drehen. Das heißt, so wie sie hier unten in der Leiste sind, so muss man sie dann letztendlich auch verwenden. Also, Tina hat auf jeden Fall was Blaues an. Das habe ich eben gerade schon in dem Puzzle gesehen. In dem vorangegangenen. Aber ich denke, das hier wird dann nach rechts unten gesetzt. Das hier so. Das kann natürlich eigentlich nicht hierhin. Das muss daran. So, wie geht's weiter? Hier haben wir oben noch ein weiteres Eckstück. Das kommt dann bestimmt hier hin. Dann müssen wir aber das Ganze ein bisschen verrücken. Ein Teil muss hier bestimmt noch zwischen. Welches könnte das sein? Vielleicht dieses hier? Nein, das ist es nicht. Achso, das muss ich dann wahrscheinlich, wenn ich es einmal angefasst habe, muss ich es dann weiter benutzen. Passt das zusammen? Das passt. Das wird mir angezeigt als passend. So,
So, dann haben wir hier noch ein Teil von einer Bluse. Und dann haben wir hier noch dieses Stück hier. Das passt auf jeden Fall nicht. Tue ich mal beiseite. Wir schauen noch mal nach irgendwelchen Eckstücken. Das hier zum Beispiel könnte hier hin. Und das hier ist auf jeden Fall ein Teil des Gesichts. Und das hier auch. So. Wahrscheinlich können wir das noch an den äußersten Rand schieben, damit wir noch ein bisschen mehr Platz haben für die einzelnen Puzzleteile hier. Oh, ich glaube, wir müssen das doch noch ein Tick versetzen, damit es auch passt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch blaue Teile haben. Die gehören auf jeden Fall zum Oberteil oder eben so ein rotes Teil hier. Das ist doch blau. Und jetzt haben wir, glaube ich, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Da unten verbirgt sich doch noch was. Und das kommt sicherlich hier hin. Gar nicht mal so einfach. Aber ich wollte eigentlich gerne an das Puzzlestück, was hier unten dran ist. Das habe ich hier nämlich so unter diese Leiste geschubst. Kann man diese Leiste zufällig, ja, kann man natürlich verschieben, damit man da noch ran kann. So, was haben wir denn noch hier an Teilen übrig? Das passt auf jeden Fall nicht zusammen. Hier muss noch eine weitere Leiste hinein. Düp, 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 düp. Da unten ist noch ein weiteres Teil. Das kommt, hoppala, das kommt sicherlich hier hin. Das kommt hier oben hin. Das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen verschieben. So, so. Und das ist wiederum ein Mittelstück. Ein Teil von der Hand. So. Das könnte auf jeden Fall dahin passen. Nein, das könnte hier hinpassen und das könnte dahin passen. Zum Ende hin wird es immer einfacher, weil man dann schon anhand der Form auf jeden Fall erkennen kann, wo welches Puzzlestück in etwa hin muss. Und jetzt haben wir nur noch zwei Teile übrig und unser Bibi und Tina, Puzzle ist schon fast gelöst, das letzte Teil und fertig. Oh, jetzt Alexander, kommt ein kleines was Video. Was um Willen geht hier vor? Wir haben die ganze Nacht hier im Keller. Jetzt fällt's mir ein. Da war wer in der Gemäldegalerie. Da war jemand in der Gemäldegalerie? Wer war da denn bloß? Vielleicht finden wir das im nächsten Puzzle heraus. Das sind die beiden, die wir jetzt schon gemacht haben. Und wir machen jetzt auch noch das dritte und vielleicht die weiteren anderen in einem nächsten Video. Wir machen mal den dritten Schwierigkeitsgrad, um uns ein bisschen zu steigern. Mittlerweile wissen wir ja schon, wie das Ganze funktioniert. Also wir fangen wieder mit den Ecken an. Eben gerade habe ich so eine Mischung aus beidem gemacht, aber ich glaube, mit den Ecken anzufangen ist gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine weitere Ecke. Das passt nicht ganz zusammen, wahrscheinlich eher so als Mittelstück. Hier haben wir noch eine Ecke.
Das Gute ist wirklich, dass man die Puzzleteile nicht noch zusätzlich drehen muss, weil ich glaube, dann würde das Puzzlespiel hier von Bibi und Tina, der Puzzlespaß, echt zu kompliziert werden. So, was haben wir denn noch hier an Eckstücken? Das hier ist zum Beispiel noch eins. Das hier ist auch noch eins. Das muss auf jeden Fall nach oben. Dann haben wir hier noch eins. Das passt dahin. Und das ist auf jeden Fall ein Puzzlestück, was hier an die Seite gehört. Das kommt nach oben. Oh, das kann man ja wirklich drehen. Ich dachte die ganze Zeit, das könnte man nicht. Man kann es doch. Hat vielleicht auch etwas mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. An denen erkennt man das nämlich. Da ist das Gesicht waagerecht. Man muss es natürlich dann richtig drehen, damit die Personen natürlich auch nicht auf dem Kopf stehen. So, hier haben wir noch ein weiteres Eckstück. Ich denke mal, oder wir fangen mit den Personen an, wäre auch eine Möglichkeit. Jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen komplexer. Und man ist klar im Vorteil, wenn man sich gut das Bild vorher eingeprägt hat. Ob ich das gemacht habe, das werden wir gleich herausfinden. Ich glaube, ich habe es nicht gemacht. Deshalb wird es für mich jetzt noch schwieriger. Mit einem Kleidungsstück vielleicht noch zusätzlich anfangen. Das kann man ja hier ganz gut erkennen, diese Jeansbluse, ich glaube, das gehört auf jeden Fall nicht zusammen. Auch wenn es sehr ähnlich aussieht, passt das nicht ganz. Das passt auch nicht ganz. Aber das passt wiederum nicht. Ich denke, das muss so. Nee, ich glaube, da haben wir Hosenträger. Da brauchen wir auf jeden Fall noch die weiteren Stücke. Auch nicht. Ist ein kleines bisschen ein Rumprobieren. Da oben haben wir auf jeden Fall ein grünes Teil. Hier noch ein Stück von dem Gesicht. Was haben wir denn noch? Das hier zum Beispiel, das können wir auch mal drehen. Das passt dahin. Das hatten wir schon, da fehlt wahrscheinlich noch etwas. Wir versuchen mal, das Ganze ein bisschen besser zu sortieren. Das passt auch nicht. Aber diese beiden Teile passen doch zusammen. Gleich habe ich hier gar keinen Platz mehr auf meinem Puzzle, weil ich ständig irgendwo anders anfange. Aber hier haben wir schon mal einen Kopf. Der ist soweit fast komplett. Das kommt noch hier hin. Und dann fehlt uns noch ein kleines Stück von dem Kopftuch. Das sieht eher nach einem Arm aus. Das könnte hier das fehlende Stück sein. Jawohl, so muss es liegen. Das passt nicht. Immer wenn bestimmte Puzzleteile zusammenpassen,
dann sieht man so einen kleinen magischen Moment. Das passt auch. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen schieben. Das gehört hier auf jeden Fall nicht hin. Das ist ein anderer Blauton. Manchmal sind es so kleine Feinheiten. So, die kamen nämlich zuerst. Das ist noch ein Stück von dem Gesicht. Da müssen wir mal ein bisschen die einzelnen Puzzleteile auseinanderziehen. So, was fehlt uns jetzt noch? Auf jeden Fall ein Stück vom Oberteil. Das passt hier nicht hin. Wenn wir es drehen vielleicht. Auch nicht. Nee, das scheint hier nicht hinzugehören. Können wir übrigens auch an den Rand einfach legen. Diese Ecke kommt doch bestimmt hier unten hin. Glaube ich, nehme mal Teile, die zur Ecke gehören. Eventuell sogar etwas zur Seite. Das sieht aus, als wenn es irgendwie zusammengehört mit denselben Farben. Das ist auch immer ein guter Hinweis. Manche Puzzle-Freunde, die sortieren ja die Puzzle nach Farben. Hier ist auf jeden Fall noch ein Stück von dem Kopftuch. Das gehört hier auf jeden Fall nicht hin. So. Womit geht es weiter? Das passt. Das passt. Und dann kommt hier sicherlich dieses Stück hin. Wir nähern uns dem vollständigen Bild so langsam. Ah, das muss dahin. So. Ich denke mal. Nee, das muss ganz woanders hin. Das sieht mir nach einem rosanen Ärmel aus. Wo haben wir denn hier vielleicht noch ein Stückchen Grün? Da. Wenn ich nicht so viel rede, dann liegt es daran, dass ich mich hier noch konzentriere. Das passt nicht. Da passt es auch nicht hin. Passt es vielleicht hier hin? Da passt es auf jeden Fall auch nicht hin. Es ist ein Teil des Oberteils. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie es hingehört. Ich denke mal so, genau. Da war wieder der magische Moment. So, hier haben wir auf jeden Fall eins, was hier gar nicht hingehört. Und wir haben auf jeden Fall noch ein paar Teile übrig. Man kann also wirklich
einige Zeit damit verbringen, dieses Puzzle fertigzustellen. Genauso wie bei richtigen Puzzlen. Das sind natürlich jetzt wenig Teile. Es gibt ja welche mit Tausenden von Teilen oder Hunderten. So, was machen wir denn hier mit? Wo kann das denn mal hin? So vielleicht? Ja. Dann kommt das so hin. Und das hier nach oben. Und wie geht's weiter? Das ist auf jeden Fall noch ein Teil der Hose. Und dieses Teil scheint doch hier hin zu passen. Oder? Nicht? Ich hätte jetzt gedacht, von der Form her oder vielleicht da direkt drüber. Auch nicht. So hätte es doch gepasst. Ja. So. Was können wir hier noch zusammenfügen, was zusammengehört? Das hier zum Beispiel, da ist auf jeden Fall noch ein klein bisschen Blau dran. Und dieses Teil hier muss bestimmt hier hin. Und das hier drehen wir mal. Genau. Was haben wir denn noch? Hier an der Seite sind auch noch Teile, die dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. So, es neigt sich langsam hier dem Ende zu. Wir haben es fast geschafft. Es ist auf jeden Fall eine sehr entspannende App, also Puzzle-Freunde werden da auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Und der Vorteil natürlich bei dieser App ist, dass man nicht die ganzen Puzzleteile mitnehmen muss, wenn man jetzt unterwegs ist. Man hat natürlich dann auch keinen Platz, das vor sich auszubreiten, sondern man tippt einfach dieses Puzzle auf seinem Handy, auf seinem Smartphone. Und kann die App überall hin mitnehmen, wenn man mal gerade Zeit hat, um ein bisschen rumzuspielen. So, die beiden letzten Teile. Das hier ist auf jeden Fall noch ein Teil des Hemdes, der Bluse. Das legen wir uns jetzt noch richtig zurecht. Und fertig ist auch unser drittes Puzzle. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Und uns erwartet wieder hier ein Ausschnitt aus dem Film. Ich wollte noch was sagen. Entschuldigung. Und genau zu diesem Filmausschnitt gehört auch unser Puzzle hier. Wenn ihr noch weitere Puzzle sehen möchtet aus der Bibi und Tina Puzzle-Spaß-App, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!